Also, wir machen weiter und werden jetzt in den Bereich der generativen Gestaltung entführt mit unserem ersten Sprecher, Christopher Wano. Du bist Computational Designer und Interface Designer. Und ich habe gerade vorhin gefragt, was das eigentlich genau bedeutet. Ich würde mal vermuten, dass du uns das gleich erklären wirst, genau. Oder? Ja. Dann fangen wir mal an. Computational Design. Hallo. Computational Design und generative Gestaltung. Und ich habe vorhin auch gehört, als es um Interface Design geht, was ist eigentlich Interface Design? Das sind, wenn man es mal runterbrechen will, ganz, ganz junge Begriffe. Und dann werden wir heute merken, dass generative Gestaltung kein so junger Begriff mehr ist. Aber letztendlich, wenn man das handwerklich runterbrechen möchte, geht es darum, zu programmieren und als Gestalter seine eigene Software zu programmieren. Programmieren heißt auf Englisch Computation. Und daher kommt es. Ganz kurz zu meiner Person. Ich habe den Bachelor of Interface Design in Potsdam gemacht, an der FH Potsdam. Und danach habe ich eine unheimlich aufregende Zeit bei Omformative verbracht. Ich habe in Potsdam einen Workshop gegeben über Processing und dementsprechend auch Programmieren und habe dort einen der Mitbegründer von Omformative, Cedric Kiefer, kennengelernt, der damals noch einfach so, weil er Lust hatte, für ein halbes Jahr nach Potsdam gegangen ist, so unter der Hand, und habe gedacht, der hat unheimlich Feuer. Und danach, seitdem sind wir quasi im Geiste miteinander verbunden, im Geiste und über Skype. Und er hat zusammen mit Julia Laub die Agentur Omformative für generative Gestaltung gegründet, und Julia Laub hat unter anderem zusammen mit Herrn Lazzaroni das Buch Generative Gestaltung rausgebracht. Und viele von Ihnen werden heute generative Gestaltung das erste Mal hören. Ihnen werde ich so im ersten Teil des Vortrags erklären, was es ist, und dann aber auch gleich versuchen, das Thema neu aufzufüllen, weil sich das gerade in der Krise befindet. Das hat eine große Geschichte in den letzten 10 Jahren gehabt, war aufregend, und gerade kriecht die generative Gestaltung vor sich hin, und die möchte heute in den Rahmen nutzen, um das mal zu thematisieren und neu aufzuladen. Omformative haben mal vor kurzem ein Poster rausgebracht, in dem sie alle Konversationen, die sie zusammen über Skype geführt haben, also Cedric und Julia, aufgezeichnet haben. Und ich habe einen kleinen Cameo-Auftritt, weil dort drin steht nämlich, da sagt Cedric zu Julia, Chris hat mal irgendwas von Omformative gesagt, das finde ich ganz gut, den Namen und so weiter. Und letztendlich war das ein Zufall, weil wir zusammen über Skype erzählt haben und ich glaube, einen Schreibfehler haben. Und da gibt es auch noch eine große Konzeption dahinter. Aber das ist interessant, in einem Datensatz mit drin zu stecken. Genau. Normalerweise hätte ich eben heute den ganzen Vortrag genutzt, um so anhand von kleinen Fallbeispielen generative Gestaltung zu verstehen. Aber wie gesagt, ich werde über die Krise sprechen und vorher über die letzten 10 Jahre, die eine wundervolle romantische Zeit waren für generative Gestalter. Da gab es Ende der 90er einen Gestalter, einen amerikanischen John Maeda, der gesagt hat, if you're using someone else's software, you're living in someone else's dream. Und es war der Aufruf gewesen an uns, nicht froh darüber zu sein, zu wissen, wo in Photoshop der Filter funktioniert, sondern sich hinzusetzen und seine eigenen Tools zu schreiben. Und es hat unheimlich viel Bahn gebrochen, und es sind Bildwelten entstanden innerhalb der letzten 10 Jahre, die so gefühlt vorher nicht denkbar waren. Und das hier zum Beispiel ist kein Foto, sondern Computer gerechnet, und es ist eine Simulation, eine biologische Simulation, und heißt Reaction Diffusion, und so geht es dann weiter, Schwarmsimulation. Und das war eine unheimlich interessante Zeit, also auch eine Zeit, in der ich als Gestalter sozialisiert wurde sozusagen, und unsere Professoren haben immer gesagt, programmiert doch nicht ständig, das ist so eine Black Science, macht das anders. Aber um den generativen Prozess so im Arbeitsalltag mal sich anzusehen, will ich ein Beispiel vorstellen. Ein Beispielprojekt, was wir bei Omformative gemacht haben, die Mont Blanc Fuels. Und zwar haben wir von der Agentur Scholz und Volkmar eine Excel-Liste bekommen. Und heute haben wir schon öfter gehört, Excel-Listen sind eigentlich eine gute Sache. Ich mag sie auch sehr. Und ich denke auch darüber nach, eigentlich macht es viel mehr Spaß, sie selbst zu füllen, als sie zu bekommen, was man so gegen Ende des Vortrags nochmal
raushören würde im Idealfall. Und wir haben 176 Uhren bekommen, die auf ihrer Website verkaufen wollen. Montblanc macht nicht nur die guten Stifte, sondern auch Uhren, Brillen. Und es gab die Aufgabe, jede Uhr oder jede Information der Uhr, die Batterielaufzeit und so weiter zu nehmen und dafür ein eigenes Visual zu entwickeln. Und wir haben gedacht, ja, wir machen nicht nur das, sondern schreiben uns auch unsere eigene Software, in der wir das quasi visualisiert haben, diese Daten. Und zwar haben wir kurz zur Konzeption uns gedacht, wir nehmen das Uhrwerk und so visualisieren das, also in den Linien, die ticken, und nehmen das Gehäuse und nehmen die Materialität von dem Gehäuse und lassen die zu Flüssigkeiten werden. Und da wir jetzt alle vom Kaffee gekommen sind und leicht müde sind, möchte ich Sie einladen zu einem Film, den wir entwickelt haben, der 2 Minuten geht oder so. Also es war eine unheimlich schöne Zeit gewesen, die sich jetzt als schwierig erweisen wird, aber dazu kommen wir gleich. Ein weiterer Aspekt, nicht nur, dass sich die eigenen Tools programmieren und dementsprechend sich auch so seiner Kreativität freien Lauf zu lassen, ein weiterer Aspekt an generativer Gestaltung ist, nicht das Zeichen am Ende zu gestalten, sondern sich so ein Regelsystem oder quasi so einen ästhetischen Möglichkeitsraum auszudenken, in dem die automatisch sozusagen wachsen, diese Zeichen. Das ganz runtergebrochen sind es Sinuskurven, mit denen wir arbeiten. Und Generativität erkennt man auch aus der Biologie und aus der Politik, heißt Generare, generieren. Und Familien, man spricht auch von generativer Familienpolitik, wenn man darauf also so Parameter einstellt, wie teuer Kindergärten sind oder wie dicht Ärzte zum Beispiel miteinander so verortet sind. Und aus diesem so Ökosystem heraus entstehen dann automatisch entweder besser oder schlechter Kinder. Also das ist das gleiche Prinzip. Und das steckt auch so ein bisschen in der Gestaltung drin. Und hier ist eben jede Uhr, hat seine eigene Visualität. Und wenn wir das erstmal so aufgestellt haben, dann war das für uns ein leichtes, diese 176 Uhren so zu visualisieren. Also auf den Knopfdruck. Und hatten das dann da. Und das ist eine Abstraktionsleistung, die vor dem Signum sozusagen steht, die aber das generative Gestalten auszeichnet, unter anderem. Und was es für uns gut zusammenfasst, diese Arbeitsweise, ist eine Grafik, die hier haben wir von Tim Brown in Change by Design. Das ist eigentlich ein Buch, das Design Thinking beschreibt. Und wie man hier eben sieht, wir haben uns Möglichkeiten aufgemacht, Create Choices, Make Choices. Wir haben uns mit der Software zusammen Vorschläge machen lassen, wie sich eine Ästhetik entwickeln kann. Und das zeichnet uns dann wieder so aus, dass wir keine Software sind. Wir als Gestalter sagen dann, okay, das ist eine gute Richtung, da programmieren wir weiter. Und eine Choice, die wir gemacht haben, ist folgender Film, der es sozusagen nicht auf die Website geschafft hat, weil es zu starr war, aber jetzt in den Nachmittag hineinpasst.
So, und um das Kapitel, das erste von 5 Kapiteln abzuschließen, nochmal 3 Eigenheiten des generativen Gestaltungsprozesses. Es gibt unheimlich viele Definitionen, die ich aber alle nicht nennen möchte, sondern ich will mal einfach gucken, wie das so sich im Alltag zusammensetzt. Und da kann man auch sagen, wo ist eigentlich der Unterschied zur Datenvisualisierung? Und die Frage kann ich heute auf jeden Fall nicht beantworten. Eigenheiten sind aber, im generativen Gestaltungsprozess werden Daten als Material benutzt. Und ich meine damit, dass man kann zum Beispiel von dem Philosophen Wilhelm Flusser nehmen, der hat gesagt, Daten sind wie Blätter, die auf dem Boden liegen, die an sich erstmal da rumliegen. Und wenn man die so zusammentritt zu einem Haufen, dann ist dieser Haufen erst diese Information. Oder wenn man diese Blätter nimmt und so ein U legt zum Beispiel, dann ist das auch erst die Information. Das heißt, es gibt keine direkte Korrelation zwischen Daten und der Information. Und und dazwischen ist vieles falsch und vieles richtig. Daten haben auch so ein bisschen so natürlich eine eigene Materialität. Nasses Laub macht einen anderen Haufen als trockenes. Aber das ist so, man entwickelt, wenn man so ständig programmiert und mit Daten umgeht, so ein ganz bestimmtes Gefühl dafür, wie man mit diesen Excel-Tabellen und weiteren umgeht. Dann übersetzen realer Prozess in Code. Wir haben eben mit diesen Flüssigkeitssimulationen gearbeitet. Das ist eine ganz bestimmte Abstraktionsleistung, Dinge aus der Welt zu nehmen, auch so Schwarmsimulationen, und die so zu übersetzen, dass so der Rechner als Information Processing Machine das so auch darstellt. Und da muss man aufpassen, dass es nicht das gleiche ist wie in der realen Welt. Also die Flüssigkeiten funktionieren eigentlich ganz anders. Wir haben da irgendwie so mit Physik gearbeitet, die eigentlich so in echt nie funktionieren würde. Und das muss man hinkriegen, dass es so eine Parallelwelt ist, die sich da entwickelt. Und dass wir als Gestalter da so rein abstrahieren. Und die Suche nach Alternativen ist eingebaut, was ich auch sehr schön finde. Also wenn Frau Merkel zum Beispiel sagt, der Euro-Rettungsschirm hat keine Alternative, so, dann horcht man immer so ein bisschen auf, weil es eigentlich Spaß machen würde, nach Alternativen zu suchen. Und Kapitel 2. Ich weiß, es sind 12 Minuten rum, aber ich werde nach hinten raus das dann sozusagen wieder aufholen. The Dawn of the Algo-Fashion, das Problem. Und zwar haben wir nämlich ganz am Anfang diese Bilder gesehen und wenn man sich denkt, in den letzten 10 Jahren hat sich so diese Haltung entwickelt, wir müssen unsere Tools selber gestalten, fragt man sich jetzt, was passiert in den nächsten 10 Jahren, und dort gibt es zum Beispiel den generativen Künstler Marius Watz, der so einen Diskurs losgetreten hat, und den will ich ganz kurz nachzeichnen und finde diesen Diskurs sehr, sehr schwierig, aber da stellt sich trotzdem die Frage, wo geht's hin? Und zwar sagt er nämlich, generative Gestalter benutzen so bestimmte Algorithmen. Ein Algorithmus heißt, es ist so eine Abfolge von Zeichen, also wie zum Beispiel auch das Kochrezept ist auch ein Algorithmus. Und es gibt bestimmte Algorithmen wie Reaction Diffusion, Fraktale ist vielleicht manchen Leuten ein Begriff, Simulationen von Schwarmverhalten, das nennt sich Flocking, sehen ausgeführt immer gleich aus. Also zum Beispiel, wenn man hier das sogenannte Circle Packing nimmt, das ist so die Frage, wie füllt man eine Fläche mit Kreisen, dann kann man zwar sagen, okay, der Blueprint bzw. Dirk Thorpe in diesem Beispiel hat das gemacht, aber wenn man den Autor, wenn man den Namen wegnimmt, dann kann man halt nicht sagen, wer das war, weil es immer gleich aussieht. Und viele Leute, die so anfangen mit generativer Gestaltung, sind froh, dass so dieses Beispiel läuft und sagen, cool, ich habe jetzt Generative Art gemacht. Ich habe auch das Gefühl, dass man im Amerikanischen schneller Art drunter schreibt als in Deutschland. Und dann geben sich die Leute zu schnell zufrieden. Und wir als Informative haben da mittendrin gesteckt. Und zwar werden auch von Marius Watz Voronoi und Delaunay-Diagramme aufgezählt als schwierige Freunde. Die haben wir benutzt für die Uhren. Oder auch ISO-Surfaces. Damit haben wir die Flüssigkeit gemacht und damit haben wir auch einen Weave-Cover gemacht. Und wir stecken also mittendrin in diesem Problem. Und den Vogel schießt Matt Pearson ab in seinem Buch Generative Art im 2011. The aim of generative art, if it has any aim at all, is to make something beautiful. Und an der Stelle kann man so die Diskussion beenden und sagen, okay, warum gibt es das eigentlich noch? Also so als Gestalter sind wir jetzt alle fertig. Können hier so ein Photoshop-Logo drüber setzen und das dann als neuen Filter benutzen. Das heißt, das Problem ist, der jetzige Diskurs ist ein ästhetischer und formal ästhetischer Diskurs. Was ist der nächste Algorithmus? Also es gibt einen Professor in Austin, Texas, der hat auch in einem Interview in Neural IT gesagt, so, ja, ich finde es ganz cool, mal gucken, was der nächste ist. Da gibt es so in den 70ern, gab es so einen biologischen Simulationsalgorithmus, der könnte was werden. So, und ab jetzt
versuche ich Gedanken vorzuschlagen, die man nehmen kann, um so diese Hülle der generativen Gestaltung neu aufzufüllen. Und das sind alles Vorschläge. Und ich gucke erstmal in die Geschichte rein, denn es gibt tatsächlich, man kann tatsächlich aus der Geschichte lernen, diese junge Frau macht generative Gestaltung. Der junge Mann auch. So sah das bei uns im Büro auch immer aus. In der Recherche ist mir aufgefallen, dass es sehr, sehr viele Definitionen von generativer Gestaltung gab und nicht erst 2007, sondern 1994 gab es eine und dann gab es diesen Kurs. Die erste war von Max Bense gewesen, 65. Und da gab es diesen Kurs Generative Systems in Illinois, wurde der geführt, 10 Jahre lang, von der Professorin, ich bin auch kurz aufgeregt, Frau Sonia Landy Sheridan. Und sie hat sich gedacht, eigentlich müssten wir den jungen Studenten die Möglichkeit geben, mit den bildgebenden Medien oder bildgebenden Mitteln, die so neu sind, damals waren es Kopierer in der Zeit, den an die Hand zu geben, um die Sprache, die diese Maschinen sprechen, auch richtig anzuwenden und damit eben auch Geschichten auf Augenhöhe zu erzählen, beziehungsweise das als Künstler aufzunehmen, diese technologische Entwicklung. Und die haben dann zum Beispiel mit elektrostatischen Methoden gearbeitet oder haben Essen eingescannt oder kopiert. Und denn 1980 war es vorbei und sie ist in die gleiche Problematik wie wir heute gekommen. Und zwar gab es dann die Diskussion zum Ende des Kurses war auch wieder eine ästhetische. Und sie musste dann 1981 einen wissenschaftlichen Artikel schreiben, in dem steht Generative Systems versus Copy Art. Clarification of Terms and Ideas, weil sich dann irgendwann die Frage gestellt wurde, ja, ihr benutzt Kopierer und jetzt. Und was sie aber eigentlich meint, ist eine viel tiefere Sache, warum sie eigentlich den Kurs entwickelt hat. What we are witnessing is an information explosion. Und das hat sie 81 gesagt, da gab es das Internet so in der Form noch gar nicht, sondern nur so ganz klein. In fact, no single tool or set of tools such as copiers can define the scope of the communications revolution. Und das heißt, das Gute daran ist, dass sie auch schon sich fragt, wie geht man mit dem Tool-Ökosystem um, mit Gestaltungsmitteln? Und was ist eigentlich die Kommunikationsrevolution? Können wir den Punkt aufnehmen und den in heute übertragen? Kommen wir zu Kapitel 4. Ich versuche mal, diesen Begriff aufzunehmen und zu mappen. Zuerst Mapping the Revolution, dann Mapping the Communication. Mapping the Revolution. Das Bild ist von Jean Delacroix von 1830. Das ist eine Datenvisualisierung oder Informationsvisualisierung von dem Guardian 2011. Und irgendwo in der Zeit ist ein scheinbar so ein Epistemwechsel oder also da ist auf jeden Fall der menschliche Körper verloren gegangen an der Stelle. Und was man hier sieht ist, Bubbles einmal natürlich und was noch? Fängt mit T an? Tweets. Und zwar gab es 2011 die Riots in London, da sind auch so Jugendliche auf die Straße gegangen. Das Bild zeigt die Juli-Revolution 1830 und da ist der Begriff auf die Barrikaden gehen entstanden. Und das haben die Jugendlichen auch gemacht. Und anstatt das zu zeigen, haben sie die Tweets, die gesendet wurden, visualisiert. Das heißt, die Jugendlichen an sich sind da verloren gegangen. Der Körper verschwindet und ich habe so das Gefühl, dass der Mensch darauf reduziert wird, dass er eine informationsgenerierende Maschine wird. Also was diese Grafik braucht, sind Menschen, die eben aufschreiben, was sie denken, Affekte in Gefühle, Affekte in Daten umwandeln. Dann haben wir noch Mapping the Communication. Wenn man Kommunikation mappen will, dann kann man natürlich anfangen, soziale Netzwerke zu mappen. Und ich habe so das Gefühl, dass es so ein aktuelles Ikon ist, Social Networks zu setzen. Das ist ein Bild, das auf der FDP-Website draufsteht und die damit werben, dass man denen auf Facebook folgt. Es gab es aber schon 1971 in dem Buch Kybernetik, die uns angeht. Das war so eine Art Schulbuch, die kybernetische Wissenschaft erklären wollte. Und in dem Artikel kommt der Begriff das Übersichtsproblem vor. Da haben wir wieder die Overview. Und für alle Leute, die YouTube gucken, da oben ist der Slide von Moritz. Da müsst ihr draufklicken, um das Übersichtsproblem nochmal anzugucken.
Und was mir hier so an dem Slide wichtig ist, ist, dass die Kybernetik, um die nur ganz, ganz kurz anzuwenden oder zu erklären, die wurde im Zweiten Weltkrieg entwickelt in Amerika. Und die haben es geschafft oder haben den Anspruch gehabt, das Denken des Menschen in mathematische Formeln umzuwandeln. Und da aus denen sind dann auch neuronale Netze heraus entstanden. Und die haben das eben geschafft, eine Wissenschaft aufzubauen, die ohne den Menschen und seine Gefühle auskommt, sondern ganz, ganz rein ist, was so ein bisschen auch so die Antwort auf so die Rassentheorien aus dem Zweiten Weltkrieg war und so. Und die meinten, da wollen wir erst gar nicht hin, wir wollen was ganz Ehernes haben. Und der Sprung zu heute ist, die Kybernetik wurde dann in den 70ern die Kybernetik zweiter Ordnung, in den 90ern die Systemtheorie, die ist daraus rausgegangen. Und heute nennt sich das Komplexitätstheorie. Und Moritz hat letztens sogar einen Kurs getweetet, in dem man Komplexitätstheorie lernen kann. Das ist so der Übergriff von heute. Und das Wichtige, was ich hier festhalten will, ist, dass es einen Bereich gibt, der den Menschen nicht als biologisches Wesen sieht, sondern als eine Maschine, die Informationen produziert. Das ist natürlich auch nicht alles. Und an der Stelle will ich mich jetzt mal fragen, so auch in dem Rahmen dieses Kurses, was ist eigentlich der Informationsbegriff und was bedeutet Information? Es gibt mehrere, die auch alle nebeneinander stehen. Also es gibt mehrere Sachen, wie man Information sehen kann. Einerseits ist es so eine Länge von der Berliner Mauer zum Beispiel oder ein Sachverhalt, wie funktioniert das abseits, so ein Prozess. Und in der Kybernetik wurde noch ein neuer Informationsbegriff aufgemacht, der einen ganz mathematischen Anspruch hat, der irgendwie sagt, beziehungsweise die Information kann man sehen wie so ein Gleitmittel zwischen Mensch und Maschine, weil die haben in der Kybernetik auch darüber nachgedacht, wie man Flak-Systeme entwickeln kann, die Flugzeuge abschießen und die müssen so die Bahn vorausberechnen und dementsprechend auch wissen, wie der Flieger denkt und deshalb haben die eben geguckt, wie man die Gedanken, die er hat und auch wie er mit dem Flugzeug umgeht, wie man das miteinander verbinden kann. Und das ist so die Information. Und dann, das ist ein unheimlicher Zufall, habe ich diese Grafik noch dabei und wollte auch über Weltbilder sprechen. Das sieht man in dem nächsten Slide nochmal. Also wir müssen nachher nochmal ein Bier trinken gehen. Was ich meine ist, es gibt eine quasi reale Welt, die ist auch wieder eine Projektion letztendlich. Und dann gibt es, wenn man in Datenvisualisierung nachdenkt, das sind eben diese Freundschaften auf Facebook, das ist ja eine Datenbank, die in irgendeinem Server drin steht und die eine abstrakte Information darstellt, eine Verbindung zwischen zwei Leuten. Und das ist quasi wie so eine Parallelwelt oder so ein neues Weltbild, oder in dem eben so ein Mensch als Kreis dargestellt wird. Und das kommt auch wiederum aus der Kybernetik. Der Norbert Wiener, der hat den Begriff entwickelt, der hat gesagt, Information is information, not energy, nor matter. Also die haben das so als drittes Material entwickelt, um damit rechnen zu können und damit arbeiten zu können und sozusagen so ein paralleles Weltbild zu entwickeln. Und das meinte ich nämlich auch mit diesen Flüssigkeiten, die wir simuliert haben. Die sehen zwar echt aus in dem Rechner, aber funktionieren ganz anders und wir haben damals als Programmierer so die kognitive Leistung gebracht, mit dem Rechner so zu sprechen, dass er uns versteht, beziehungsweise er hat uns dazu gebracht, dass wir ihm sagen können, wie Flüssigkeiten aussehen. Und das nennt man Programmieren, das Springen zwischen einer Welt, die Informations, also die Menschen als Information sieht oder als Tweet und eine Welt aus Materie und Energie. Und das ist ziemlich abstrakter Sprung, der mir aber wichtig war, in dem Vortrag rüberzubringen, weil jetzt ist nämlich die Frage, ob und wie kann man das jetzt anwenden, um Generativität neu zu füllen. Und das am besten an einem Beispiel, also wie wir uns erinnern, sind es ein Ausdruck von generativen Gestaltern, die gerne mit Daten umgehen. Da haben wir schon mal irgendwie so ein Wissen und diese Übersetzungsleistung. Das heißt, es ist, sind so Handwerks, ja, ist so Handwerk, das generative Gestalten mitbringen, dass die jetzt darauf verwenden, eine formal-ästhetische Diskussion zu führen. Aber eigentlich ist es viel sinnvoller, sich auch Fragen zu stellen, was bedeutet das eigentlich in unserer heutigen Gesellschaft, wenn irgendwie Menschen in Kreise umgewandelt werden? Und welche Machtstrukturen entwickeln sich auch daraus? Und was ich damit meine, will ich in einem Projekt zeigen.
Ich habe mich auch mit dem Algorithmus beschäftigt, der Vorschlagsalgorithmus von Amazon. Ihr kennt es ja, dass wenn man sich ein Buch kauft, dann werden irgendwie noch ein paar andere dazu vorgeschlagen. Und wenn man dann auf ein weiteres Buch klickt, dann werden wieder andere dazu vorgeschlagen. Und diese Vorschläge ergeben sich ja daraus, dass Amazon aufzeichnet, wer was kauft. Das sind so Aktionen. Wenn jemand ein bestimmtes Buch kauft, dann geht er mit einem Vorwissen daran. Und dieses Wissen sozusagen, was da drin steckt, warum man ein Buch kauft, sammelt Amazon und kann damit entweder das weiterverkaufen oder damit Marketing betreiben. Und was ich gerne machen wollte, ist mir das sozusagen wieder zurück aneignen durch mein Wissen. Ich habe sozusagen diese Verbindung zwischen Büchern, hier ein Buch von Deleuze und Guattari genommen, und diese Links, die sich zwischen Büchern befinden, übersetzt in ein Netzwerk. Das heißt, ein Punkt ist ein Buch und die Verbindung zwischen diesen Büchern sind die Links, die Vorschläge. Dadurch, dass Bücher auch wieder zurückreferenzieren, geben sich dann so Milieus. Das hier ist zum Beispiel so der Foucault, das Foucault-Milieu, und hier bewegt sich so das Gilles Deleuze-Milieu, also beides französische Philosophen. Und so weiter und so fort. Und das heißt, dieses Wissen, was gespeichert wird, so in Amazon, habe ich mir wieder zurück angeeignet, dadurch, dass ich mit Algorithmen umgehen kann. Kann man auch mit vielen anderen Büchern machen. Wir haben es mit generativer Gestaltung gemacht und da war InGraphics auch immer ganz dicht dran, lustigerweise. Genau, also warum ich das zeige, ist, das ist eine bestimmte Kritik an Gesellschaft und auch eine Möglichkeit, Kritik auszuüben dadurch, dass Algorithmen, die auf einen selbst angewendet werden, also Algorithmen, die tracken, warum ich was kaufe und das Wissen, das daraus generiert wird, mir wieder zurückzuholen als Bürger sozusagen. Das passiert ja auch auf Facebook. Da wird nicht nur getrackt, was du schreibst, um darauf eine Sentimentanalyse sozusagen anzuwenden, sondern auch die Aktion, die du durchführst, das, was zwischendurch passiert, zwischen deinen Effekten, wird auch abgespeichert und sozusagen weiterverwertet. Und ein letztes Projekt, was ich zeigen will, es handelt sich auch um die Euro-Krise. Und zwar, da kommen wir wieder zu den Alternativen, die generative Gestalter suchen. Ich habe mich gefragt, kann man eigentlich die Euro-Krise irgendwie visualisieren und kann man auch auf bestehendes Wissen sozusagen aufbauen, und habe auf der Website mehrere Datenbanken angezapft und werde hier nur ein Beispiel zeigen, aufgrund der Zeit. Und zwar bin ich auch wieder auf Amazon gegangen und habe gedacht, vielleicht gibt es irgendwie so Wissen über diese Euro-Krise, die sozusagen drinsteckt in anderen Leuten, und was rausgearbeitet werden kann, was freigelegt werden kann, dadurch, dass Leute, wenn sie ein Buch, die Tragödie des Euro und oder das Euro-Abenteuer geht zu Ende, sich holen, und dann auch wieder sozusagen so die also Wissenszentren, die sich so ergeben, rausarbeiten kann. Das ist das eine. Und das andere ist, Recommendation-Algorithmen, also Vorschlagsalgorithmen, werden heute sehr kritisch betrachtet. Es gibt ein Buch, das nennt sich The Filter Bubble, und das kritisiert, dass dir deine Welt vorgeschlagen wird. Auf Google checkt automatisch, ob man irgendwie aus Deutschland oder Österreich darauf geht. Und ich wollte mal gucken, inwiefern das stimmt und inwiefern man sich das wieder neu zurück aneignen kann. Was ganz interessant ist, auf Amazon ist es so, dass es auf einmal so ein Cluster gibt, in dem vorgeschlagen wird, leg doch Gold an und was sind die besten Bücher dafür, um mit der Euro-Krise umzugehen. Damals, das war im Sommer, als ich das gemacht habe, hat Thilo Sarrazin gerade noch ein Buch rausgebracht, und es kam mir so vor, als wenn er so wie so ein Prophet ist, der nochmal auf dem Diskurs mit aufsetzt. Und der nächste Schritt, um eben zu gucken, inwiefern so Recommendation-Algorithmen tatsächlich dir deine Welt vorschlagen, war nicht nur die Vorschläge für Amazon.de, sondern auch für Buch.de und Bücher.de mir anzusehen. Und eigentlich müssten die ja gleich aussehen.
Weil die Leute, also beziehungsweise die Idee ist ja, Bücher, die von denen gekauft wurden und von anderen gekauft wurden, werden miteinander verbunden. Das heißt, wenn Leute gern das eine Buch mögen, dann werden sie auf der anderen Website auch das andere kaufen. Trotzdem sehen die ganz, ganz unterschiedlich aus. Das ausschlaggebende Buch war Das Abenteuer geht zu Ende, also in jedem dieser drei Visualisierungen das gleiche Buch, und letztendlich kann man wiederum nichts erkennen, was jetzt so der Ausweg aus der Krise ist, beziehungsweise das kann man nicht da rausziehen. Und Buch.de wurde programmiert von einer ganz bestimmten Agentur, die auch BOL und Thalia.de anprogrammiert. Das habe ich dadurch gemerkt, dass würde ich BOL.de und Thalia.de hier nebenstellen, würde das Netzwerk gleich aussehen. Also da hat man ja wieder so Reverse Engineering gemerkt, dass der gleiche Algorithmus benutzt wird. Damit möchte ich abschließen und zumindest, wenn ich davon spreche, eine generative Gestaltung neu aufzufüllen, keine Definition geben, das wäre dann ungefähr die 15., sondern zumindest sagen, generate choices and make choices, versucht eine Möglichkeit aufzubauen, in denen Ideen aufpoppen und Möglichkeiten aufpoppen, und habt auch den Mut, darauf aufzubauen, eine Gestaltung, eine Ding zu machen. Vielen Dank. Eine Choice. Ja, danke Christopher. Ich fand das jetzt insofern jetzt besonders spannend auch noch, weil es nochmal eine ganz andere Sichtweise auf vorher sehr publizitär orientierte Themen ist, nämlich eine Hintergrund fast philosophische Hinterfragung. Ich möchte nicht mehr viele Fragen zulassen, weil ich merke, dass wir alle ein bisschen müde werden jetzt. Aber vielleicht gibt es eine, die unbedingt noch gestellt werden muss. Jene eine, berühmte. Die letzte. Nein? Ah, doch, da ist er. Mich hat kurz interessiert, ob die eine Animation mit über diese Bücher mit Processing gemacht ist. Wie bitte? Mit Processing. Ja, völlig. Okay, gut. Genau. Danke. Und die Netzwerkvisualisierung wurde mit einer Software gemacht, die nennt sich Gephi, G-E-P-H-I. Und das ist eine Open-Source-Netzwerkvisualisierung, die auch eine Java-Library gemacht hat, die man in Processing einbinden kann. Lassen wir noch eine zweite Frage zu. Danke. Ja, du hast die Krise der generativen Grafik angesprochen. Mir ist jetzt noch nicht ganz transparent, was jetzt genau die Krise dieser Grafikform ist. Bei generativer Gestaltung geht man eigentlich davon aus, dass man eine visuelle Idee hat und Programmierung oder Algorithmen oder Regelsysteme nutzt, um diese visuelle Idee umzusetzen. Und mit diesen Algorithmen, die Marius Watz benannt hat, sind eigentlich so alle visuelle Algorithmen fast ausgeschöpft, die man nutzen kann. Und man kann vielleicht noch so in der Zeit ein, zwei neue benutzen. Aber das wird sich immer wieder wiederholen. Das sind wie so Photoshop-Filter, die immer wieder neu benutzt werden. Und wenn man sich dann nur fragt, kommt man raus oder was ist der nächste Algorithmus, dann ist das meines Erachtens die falsche Frage. Nicht, was ist die nächste coole Visualität, was ist die nächste Fashion, sondern was will ich eigentlich visualisieren und welche Möglichkeiten habe ich dadurch, dass ich mit Datensätzen umgehen kann und programmieren kann. Das ist, finde ich, eine wichtigere Frage sozusagen. Also ein Stück weit weg von der Selbstgefälligkeit der ursprünglichen Idee der generativen Gestaltung. Ja, die hatten wir die letzten 10 Jahre, das war cool, aber jetzt kommt der Kater sozusagen. Also coole 10 Jahre sind jetzt hiermit vorbei. Vielen Dank, Christopher Rahn. Okay. So, wir haben noch